Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu hier in Vertania City. Jetzt die letzte Arena, die uns in diesem Abenteuer bevorstehen wird. Arena Nummer 8 und es geht hier definitiv los. Hallo zukünftiger Champ, wie geht's, wie steht's? Die Identität des Arena-Tasks von der Vertania City kenne nicht einmal ich. Aber eins weiß ich ganz genau, dank deiner 7 Arena-Orden hast du das Zeug dazu, den Arena-Alter herauszufordern. Alles, was ich noch dazu sagen kann, ist, dass er stärker ist als alle Trainer, denen du bis jetzt im Kampf begegnet bist. Ach ja, und die Trainer hier setzen wohl gerne Boden-Pokémon ein. Okay, damit sind wir also mit Wasser und Pflanze etc. ganz gut aufgestellt. Und sollte also tendenziell kein Problem werden. Ja, diese Bodenplatten sind dann schon tendenziell das größere Problem. Also ob wir uns hier dann gut zurechtfinden werden, werden wir dann mal gemeinsam rausfinden müssen. So, okay. Ah, der erste Trainer hier. Die Arena von Vertania City war lange Zeit geschlossen, aber jetzt ist unser Arenaleiter zurückgekehrt. Ab heute ist sie wieder geöffnet. Wer ist denn dieser ominöse Arenaleiter? Ja, vielleicht können wir es uns schon denken, aber sagen werde ich es noch nicht. Der Richard mit einem Nidoking. Okay, das ist auf jeden Fall dann schon eine sehr, sehr heikle Nummer. Und wir probieren es mal mit einem Surfer aus. Ich hoffe, das wird direkt zum One-Hit-KO ausreichen. Und das wird es auch. Natürlich, Nidoking ist besiegt. So, Level 51 für Turtok. Ja, die Erfahrungspunkte lohnen sich definitiv. Bravo, du entsprichst unseren hohen Erwartungen. Ja, natürlich, sonst wären wir auch nicht hier. Sonst hätten wir die ersten 7 Orden ja auch nicht bekommen, nicht wahr? So. Oh, der nächste. Allein mein Anblick lässt deine Pokémon erschaudern. Sagt der gute Dompteur Hendrik. Nidorino, okay, das ist die natürlich die Vorentwicklung von Nidoking. Also sollte das noch weniger ein Problem werden. Siedewasser könnte eventuell ausreichen. Mal gucken. Reicht nicht aus, natürlich nicht. Oh. Vor allen Dingen ist es nicht mal sehr effektiv. Vielleicht, weil es als Nidorino noch vom Typ her nur Gift ist, eventuell. Das könnte ich mir zumindest so vorstellen. So, noch ein Rihorn. Da dürfte aber definitiv ein One-Hit-KO bevorstehen. Und zwar mit einem weiteren Siedewasser. So. Das ist doch mal viel besser. So, war das aber nicht geplant. Deine Pokémon kringeln sich ja vor Lachen. Ja, die kriegen sich gar nicht mehr ein. Die haben sich selber K.O. gelacht. Ein wirklich starker Trainer zeichnet sich auch durch seine elegante Art zu gewinnen aus. Heißt das, sie will jetzt hier ganz elegant gegen uns gewinnen? Die Henrike, vorher Hendrik, jetzt Henrike. So, Nidoqueen. Wenn Nidoking es nicht geschafft hat, dann wird Nidoqueen es wohl auch nicht gewinnen. Aber sie schafft zumindest nicht mit einem Hit down zu gehen. Das ist schon sehr doof und jetzt müssen wir aufpassen. Wir sind im gelben Bereich. Ja, Erdbeben haut schon rein. Immerhin ist Nidoqueen jetzt besiegt, aber wer hätte das gedacht? Am Ende war sie deutlich widerstandsfähiger als der gute Nidoking auf jeden Fall. Okay. Ah, okay, da... Geradeaus müssen wir weiter, aber ich glaube, oh je, wir werden hier wieder fast zum Beginn zurück transferiert. So langsam geht hier die Luft aus, was? Nee, aber die Lust geht mir aus hier in der Arena. Der gute Hideo.
Mit einem Dicktree. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir hier auf Surfer. Und es greift natürlich zuerst an. Jetzt könnte es schon ziemlich böse werden. Und es ist auch fast böse. Weil die doofe Initiative von Dicktree einfach höher ist als unsere. Okay, was machen wir jetzt? Es kommt ein Rihorn. Okay, da sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Da werden wir auf jeden Fall zuerst angreifen, also alles im grünen Bereich noch. Also noch einen weiteren Surfer. So, sehr schön. Mir sind die Pokémon ausgegangen. Das haben wir wohl alle gemerkt. So, jetzt aber definitiv eine Runde Medizintasche auf und dann mal kurz gucken. Hypertrank für Turtok. Ja, komm, dann nehmen wir nochmal einen Hypertrank, damit wir hier ganz aufgefüllt sind. Kann ja auch nicht schaden. So, noch ein Beleber. Allerdings, wie gesagt, sind wir jetzt schon wieder am Anfang. Wir gucken nochmal, ob wir hier links noch eine weitere, andere Abzweigung nehmen können, die uns eventuell schon direkt, ja, zu dem nächsten Abschnitt bringt. Und ich glaube, wir sind genau richtig. Ich bilde mir meinen Pokémon extra eine extrem effektive Einheit. Okay. Der Dompteur Jörg mit einem Sandama. Das ist auf jeden Fall eine sehr coole Einheit. So, aber diese Einheit werden wir hoffentlich brechen. Übrigens, wie gesagt, möchte ich bis jetzt noch keine Mega-Entwicklung hier einsetzen. Und will das Ganze hier auf die herkömmliche Art quasi durchsetzen, durchführen. Und es reicht ja auch aus. Der nächste One-Hit-KO. Ja, diese Arena ist einfach unter unserem Niveau. Deine Pokémon und du, ihr versteht euch auch blind, oder? Natürlich tun wir das. So. Und damit sind wir genau richtig und wir sehen ihn schon. Wir sehen den achten Leiter und das ist Giovanni von Team Rocket. Wow. Hahaha, willkommen in meinem Versteck. Hier wollte ich bis zu dem Tag verharren, an dem Team Rocket wieder auferstehen würde. Aber du hast mich gefunden und schon wieder durchkreuzte meine Pläne. Du lässt mir einfach keine andere Wahl. Letztes Mal habe ich mich noch zurückgehalten, doch heute kenne ich keine Gnade. Nun denn, auf ein neues. Werde Zeuge der Fähigkeiten von Giovanni, dem größten aller Trainer. Na gut, also erstens Champ bist du nicht und zweitens, sich in die Arena zurückzuziehen, wo Trainer kommen können, ist nicht gerade schlau. So, ein Dicktree macht den Start und das heißt auch, dass er wahrscheinlich zuerst wieder angreifen wird. Diese Erfahrung durften wir schon machen, meine Güte. So, Surfer. Und natürlich. Immerhin, der Schaden hält sich noch so halbwegs in Grenzen. Noch alles im grünen Bereich und im One-Hit-KO-Bereich ebenfalls. Bisaflor Level 52. Und an Nidoking. Ja, ich würde sagen, wir bleiben noch bei unserem guten Turtok, aber wir können auch nochmal wechseln auf jeden Fall. In Richtung Bisaflor. Werden wir definitiv auch noch machen. Jetzt erstmal noch ein Surfer, aber Nidoking hält dieses Mal auch durch. Eieiei. Und schon sieht es gar nicht mal mehr so gut aus. Auch erstaunlich, dass jedes seiner Pokémon Erdbeben einsetzt, aber na gut. Ist halt auch so ziemlich die stärkste Bodenattacke. So, jetzt ein Rizeros. Und
Ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, mal durchzutauschen, bevor wir am Ende doch noch hier irgendwie down gehen oder so. Also, mal schauen, was unser gutes Bisaflor so drauf hat. So. Und zwar mit einem Blättertanz, würde ich mal sagen. Ja, und das ist natürlich der One-Hit-KO. So, jetzt das letzte Pokémon, und zwar Nidoqueen. Okay. Das ist also hier quasi sein Ass im Ärmel. Gut, von mir aus. So, nochmal Blättertanz. Wir müssen es einsetzen. Heißt auch, dass wir danach, ja, verwirrt werden, natürlich. Und das Doofe ist, Nidoqueen hat es überstanden. Jetzt müssen wir aufpassen. Und hoffen, dass wir trotzdem angreifen können. Also Blättertanz nochmal. Aber es funktioniert. Und das heißt, damit haben wir auch den letzten Arena-Orden gemeinsam erkämpft. Und es war doch relativ locker. Und Pikachu Level 55. Okay, das war hart, aber fair. Das sehe ich ganz genauso. Du hast gewonnen. Hier, nimm den Erdorden als Zeichen meiner Anerkennung. Sehr schön. Erdorden von Giovanni erhalten. Mit dem Erdorden werden dir alle Pokémon gehorchen, egal welchen Level sie haben und wer ihr Originaltrainer ist. Er beweist, dass du zu einem beachtlichen Trainer herangewachsen bist. Damit erfüllst du die Voraussetzungen, um dich der Pokémon-Liga stellen zu dürfen. Diese TM gebe ich dir ebenfalls mit auf den Weg. Und zwar TM 51 Erdbeben. Sehr schön. Sie enthält die Attacke Erdbeben. Wenn du sie einem Pokémon beibringst, kann es dir ein mächtiges Beben auslösen und dem Gegner damit großen Schaden zufügen. Ich habe sie vor langer Zeit hergestellt. Damals war ich hier noch Arenaleiter. Nach solch einer Niederlage kann ich von meinen Untergebenen nicht länger erwarten, dass sie mir folgen. Team Rocket gibt es ab dem heutigen Tage nicht mehr. Ich löse es hiermit auf. Alles, was ich bisher über Pokémon zu wissen glaubte, ich werde mein Leben als Pokémon-Trainer noch einmal ganz von vorn beginnen. Vielleicht sehen wir uns ja eines Tages wieder. Leb wohl. Und das ist also unser wahrscheinlich letztes Aufeinandertreffen mit Giovanni gewesen. Was sollen jetzt Jesse und James nur machen? So ganz ohne Team Rocket Arbeit. Naja. Das ist deren Problem. Wir jedenfalls können jetzt tatsächlich in Richtung Pokémon Liga aufbrechen. Was wir dann auch definitiv als nächstes tun werden. So viel ist mal sicher. Nicht schlecht, Kollege. Mensch, damit hatte ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich meine, wer hätte gedacht, dass eine Pokémon-Arena mal ein Unterschlupf für Verbrecher dienen würde? Okay, hört zu, so geht es nicht weiter. Ich lasse mich normalerweise ungern auf irgendwas festnageln. Aber die Leute hier wollen eh schon seit Ewigkeiten, dass ich den Job übernehme. Jetzt habe ich mich lange genug gedrückt. Es wird Zeit, dass diese Stadt endlich wieder einen vernünftigen Arenaleiter kriegt. Ab heute kümmere ich mich um die Arena von Vetania City. Okay, du machst das garantiert gut. Selbstverständlich, wenn ein Supertrainer wie ich hier nach dem Rechten sieht, hat die Kanto-Region nichts mehr zu befürchten. Also dann, Takeru, auf geht's zur Pokémon-Liga, die Top 4 warten auf dich. Folge einfach Route 22 westlich von hier und du kannst sie nicht verpassen. Lass dich ja nur nicht von irgendwelchen Titeln einschüchtern, zeige ihnen, was du drauf hast. Und genau das machen wir, lieber Blau. Also, der will der Arenaleiter werden, kann er sehr gerne machen. Und wir gehen jetzt zur Pokémon-Liga, würde ich mal sagen. Zumindest in die Richtung. Und das werden wir dann auch beim nächsten Mal weitermachen. Also, liebe Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal, wenn ihr denn mögt. Und bis dahin, macht es gut.